So, ich bin jetzt unterwegs hier auf dem Weg nach St. Peter-Ording. Ich sitze in einer Mercedes X-Klasse, einem Pickup 250D, und in St. Peter-Ording werde ich Sonja Bunte interviewen. Sonja macht was mit Kitesurfing und ist tatsächlich nur an diesem Wochenende mal in St. Peter-Ording, weil ich glaube, nächste oder übernächste Woche ist sie schon wieder in Brasilien. Und ich habe das Glück, dass ich sie heute hier erwischen werde. Wir müssen Sonja aber erstmal finden. Und die ist nämlich irgendwo in St. Peter-Ording am Strand bei den Kitesurf-Pagoden. Und mal schauen, ob wir da auch gleich hinkommen mit dem Auto. Sonja Bunte, ich habe eben in meinem Intro schon gesagt, du machst was mit Kitesurfen. Richtig. Was machst du genau? Was mache ich genau? Oh, erstmal, bevor ich das beantworte, siehst du dann die Pfütze. Sollen wir nochmal durchhalten? Ja! Okay, erst der Spaß, nee, genau. Erst die Kür, dann die Pflicht. Kitesurfen, wenn ich nicht gleich durch Pfützen heize, bin ich. Genau, warte mal, das verlockt mich so. Ich muss mich gerade auf die Pfütze konzentrieren. Okay. Oh geil, die Möwen fliegen auch noch weg. Ich kitesurfe in Deutschland, Europa, international. Sei es einmal für mich selber zum Kite Stunden geben. Ich war für Reiseveranstalter als Kite-Trainerin verantwortlich, gebe entsprechend Privatstunden, Gruppenkurse. Oh, jetzt haben wir hier voll durch. Juhu. Wie geil ist das denn? Einfach Gas geben, ja? Ne? Wie geil! Cool, automatisch. Oh, sollen wir es nochmal machen? Ja. Juhu! Oh, ist das cool. Ja, geil. Ja, fährt aber auch echt stabil. Oh. Zurück zum Thema Kitesurfen. Ja. Also wie gesagt, ich kite natürlich auf eigene Faust, zum eigenen Spaß, verdiene damit dann aber auch meinen Lohn und Brot. Eben als Lehrer, mittlerweile ausschließlich selbstständig, eben wie gesagt auch für viele verschiedene Reiseveranstalter, verschiedene Kiteschulen, wo ich unterrichtet habe, sei es in Deutschland und eben international. Cruise damit fast das ganze Jahr auch mal durch die Gegend. Sei es auch selber zum Trainieren, verschiedene Destinationen anzureisen. Jetzt sind wir wieder Zweirad, also Heckantrieb. Ah, gut. Und um auch ideale Bedingungen für meinen Kite-Unterricht zu finden. Und das mache ich seit 8 Jahren. Guck mal, ist ein Rechtshaus, ne? Mache das seit 8 Jahren. Was ich jetzt hier gerade mache, ist einmal für meine Kite-Marke Duoton. Hier bei den Kitesurf Masters, die deutschen Meisterschaften, bei dem, sagen wir so, Promotion ist das ja, ne? Zu unterstützen. Oder? Wie genau, also ich kriege ja von denen, werde von denen gesponsert. Ah, ja. Okay. Und bin eigentlich in Deutschland alle Testveranstaltungen, die wir so haben, wo wir die Produktneuerungen vorstellen und Material zum Testen rausgeben,
Kunden beraten, also wirklich so den Endverbraucher. Alles, was wir so in Deutschland machen, mache ich mit seit 5 Jahren. Und da ist jetzt so eine Veranstaltung wie das, dieser Stop hier in St. Peter-Ording, wo einfach der größte Stand ist. Du hast ja die ganzen Pagoden gesehen. Ja. Das ist ja ein riesen Event, der da stattfindet. Und da machen wir natürlich dann irgendwie auch Fettpromo. Ja, da bin ich jetzt hier die 5 Tage entsprechend in St. Peter und unterstütze da entsprechend ganz brav fleißig. So, und die nächste Station ist auch noch Deutschland und dann geht's wohin? Genau, nächste Woche ist ja dann ein World Cup Stop auf Fehmarn, der auch 5 Tage stattfindet. Auch nett. Und das geht dann bis Ende August. Dann bin ich noch 2 Wochen zu Hause, werde Sachen packen und dann am 18. September nach Brasilien düsen. Das ist schön. Ja, da bin ich dann bis Ende November. Nicht als Urlaub, sondern als... Nicht als Urlaub. Viele sagen ja sowieso immer, boah, du hast so ein geiles Leben, du machst nur das ganze Jahr Urlaub. Ich fahre natürlich viele tolle Destinationen an, aber das ist alles andere als Urlaub, sondern eben auch mit Arbeit verbunden. Ich werde jetzt aber erstmals mal wirklich auch einige Wochen für mich nutzen, wo ich trainieren werde, als auch Kitecamps mache oder ich habe meine Stammkunden, die da eigentlich auch jedes Jahr hinfahren, die ich unterrichte. Ende November ist dann noch ein Tourstop, auch von einer, oder die sogenannte GKA, wo das die Kategorie, die ich auch beim Kiten praktiziere, entsprechend auch ein Wettbewerb ist. Das ist ein internationales Niveau und da werde ich dann wahrscheinlich mitfahren. Wow! Weswegen ich dann auch erstmal auch die Zeit nutzen werde, für mich zu trainieren, damit ich mich nicht komplett blamiere. Das heißt, du willst doch mal richtig Gas geben, nicht nur deine Schüler unterstützen, sondern du gehst selber an den Start. Genau. Ja, also ich bin auch so, ich brauche den Sport für mich, bin da auch sehr aktiv, ich brauche die Bewegung, habe auch so den eigentlichen sportlichen Anspruch, immer besser zu werden, irgendwie dazu zu lernen, mich selber weiterzuentwickeln und sagen wir so ein Wettbewerb, da hast du natürlich so dein Ziel vor Augen, wo ich auch weiß, ich hier bei den deutschen Meisterschaften auch mitgefahren bin oder andere World Cup Stops, die in Deutschland waren, weiß, was das Training bedeutet, die Vorbereitung, als auch natürlich dann die Wettkämpfe an sich, wo ich dann die Disziplin auch viel leichter durchziehen kann, um entsprechend auch dann da anzukommen, was ich erreichen möchte. Mhm. Und ich habe das, sagen wir so, die Kategorie heißt Wave. Wavekiten habe ich vor ein paar Jahren für mich entdeckt und finde das Tolle einfach daran, dass es nicht nur du das Element Wind nutzt, sondern natürlich auch in der Welle das Element Wasser einfach auch mehr wirklich Naturgewalt wird und diese beiden Naturgewalten zusammen, Wind und Wasser in Bewegung, finde ich das Ultimative. Und die Natur einfach so zu spüren und dann zu nutzen und damit dann so viel Spaß zu haben, also finde ich einfach gigantisch. Und offensichtlich mache ich das wohl auch nicht so schlecht, was ich so von außen höre. Ich mache das einfach so, wie es mir Spaß macht und wie es sich gut anfühlt. Bin jetzt mal gespannt, wie ich mich da so auf der internationalen Ebene anstellen werde und mich da so eingliedern. Lass das mal auf mich zukommen. Sehr cool. Ja, jetzt sagst du irgendwie, du bist viel unterwegs, nicht nur, weil du ja überall Urlaub machst, sondern weil das natürlich auch irgendwie dein Job ist. Und du bist so, schon so ein bisschen Nomadin. Also deine Homebase ist, glaube ich, Hamburg. Mhm, genau. Aber du bist sehr viel im Jahr unterwegs und auch an sehr vielen verschiedenen Destinationen. Ja. Wie reist du denn? Also es kommt darauf an, wo ich bin. Wenn ich in Deutschland bin, oder sagen wir so fast das überwiegende Teil des Jahres, bin ich im Ausland unterwegs. Da fliege ich natürlich dann irgendwann hin, bewege mich dann da klassisch mit dem Auto oder Buggy, in Brasilien mit dem Buggy, vorwärts. Wenn ich in Deutschland bin, ist dann meine Homebase Hamburg. Da bin ich ja auch mal froh, wenn ich zu Hause bin. Ein bisschen Wurzeln brauche selbst ich. Aber die Wurzeln können bei mir auch nicht lange haften, weil da kriege ich dann Hummel im Hintern und setze mich in meinen Camper. Ich habe einen Fiat Ducato, den ich mir auch vor 5 Jahren, meine ich, zugelegt habe. Bin damit mobil, habe dann quasi mein mobiles Zuhause und cruise eigentlich Kite-Destinationen an, die mir von den Bedingungen her passen oder wo eben gerade Wind ist. Also quasi von Strand zu Strand innerhalb von Europa, nehme ich auch an, ne? Ich bleibe dann, also
fahre jetzt viel nach Dänemark. Ich habe Dänemark auch für mich entdeckt. Da sind auch ganz tolle Wellen und irgendwo das Land ist noch unberührter. Deutschland ist ja sehr restriktiv auch von den Kitespots geworden, sehr überfüllt. Und Dänemark ist halt immer noch so ein Quäntchen weiter weg, ne, wo du mit einem normalen PKW nicht unbedingt, ne, wo sich so ein Tagesausflug nicht lohnt, wenn du schon ein Wohnmobil oder ein Camper oder Bulli brauchst. Und bin da in meinem Wagen auch total unabhängig. Ich habe ja ne Badezimmer, Küche, habe ein Solarpanel, mit dem ich auch jetzt dann mittlerweile mein Laptop und Handy schön brav mit Strom versorgen kann. Das funktioniert auch. Ja, bin ich vollkommen autark. Cool. Habe mich auch so, also neben den ganzen Kaltkrams, ich habe ja früher auch was anderes gemacht, kann ich darüber jetzt entsprechend auch aus dem Camper arbeiten. Wow. Und richte es mir halt dann so ein, dass ja, wenn Wind ist, bin ich auf dem Wasser. Und wenn kein Wind ist, arbeite ich. Okay. Ja. Und gerade auch für deinen Sport brauchst du ja viele Informationen, die auch tagesabhängig sind. Zum Beispiel Wetterinformationen, Gezeiten und so weiter. Ja. Rufst du die übers Laptop ab oder hast du Apps dafür? Nee, da verwende ich Apps. Das sind so klassische Sachen wie Windfinder, ist an sich so ein Standard. Na, das sind immer so ein Windforecast. Da gibt es Windguru, Windfinder, Windy oder Windity. Mhm. Verschiedene Apps, wo ich auch tatsächlich mehrere benutze. Meistens Windfinder, auf denen dann Stunden genau auch zu sehen ist, wann welcher Wind ist, aus welcher Windrichtung. Ist natürlich wichtig, sich auch nach der Windrichtung die Spots auszuwählen, weil bei bestimmten Windrichtungen, wenn jetzt ablandiger Wind ist, sprich der Wind übers Land kommt und raus aufs offene Meer geht, ne, ist risikoreich. Wenn was passiert, wirst du halt raus ins offene Meer getrieben, bist halt weg. Und je nach Windrichtung suche ich mir dann die Spots aus. Darüber hinaus, sag mal so, ich bin dann, was das jetzt angeht, ja auch dann teilweise ein alter Hase, kam auch sehr viel durchs Schulen. Hast du zwar natürlich dann die Apps, aber die Mutter Natur hat ja dann doch die eigenen Gesetzmäßigkeiten, natürlich auch das Wetter und alles, was drumherum passiert, auch mal vom Himmel abzulesen. Muss natürlich eh ein offenes Auge haben. Und dazu gucke ich mir dann auch meistens dann mal an, zum Beispiel es gibt Meteo Earth, heißt die App, da siehst du, kannst du wirklich die angucken, einmal wo welche Hochs tief sind, was für Luftdruckverhältnisse, genau, okay. Wo sich auch auf der ganzen Welt entsprechend dann die Windströmungen, Luftströmungen und so weiter entlang schieben. So, und daraus leite ich dann manchmal dann schon dann mal eher ab. So, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Wind-Apps habe, die alle total unterschiedliche Forecasts machen, gucke ich mir sowas dann an, um das wirklich den globalen Wetterzusammenhang zu prüfen und dann selber abzuschätzen, okay, wer mag dann wo recht haben? Suche mir damit halt dann noch weitere Informationen. Wie hast du das denn oder seit wann machst du das irgendwie? Also hast du früher auch ohne Apps das irgendwie machen müssen und sagen müssen, okay, ich muss das jetzt irgendwie anhand von Wolkenformationen und von manuellen Windmessern irgendwie beurteilen oder wie lief das früher? Zum Glück, sagen wir so, war das jetzt im Zeitalter, wo es die Apps schon immer gab. Ach, okay. denn somit kannst du es jetzt ganz gezielt natürlich dann ansteuern. Ja, ne? Und früher warst du halt dann auch, oder keine Ahnung, ich war gerade auf Wangerooge im Urlaub, dann bist du halt an einem Fleck und dann sehe ich natürlich dann auch, so, bitteschön, die Damen. Genau. Kennen Sie. Jo. Guckst halt natürlich dann auch, was passiert, oder meistens sind die Wettervorhersagen schon relativ stimmig, aber wenn du halt irgendwo an einem festen Ort bist, dann so nimmst du natürlich dann das, was du dann halt wirklich dann beobachtest. Ne, oder manchmal sieht man dann auch, da siehst du dann ein paar Regentropfen dann irgendwo. Aber dann die Frage, ist es Regen, wie stark ist das oder ist noch ein Gewitter mit dahinter? Ja, das ist natürlich für euch wahnsinnig wichtig. Das genau. Ne, und wenn du jetzt auf dem Wasser bist und ein Gewitter kommt, ist es ja nicht so, dass jetzt der Kite nur dein Blitzableiter ist, sondern das Wasser leitet natürlich. Ja. Und auch wenn 2 Kilometer entfernt ein richtiger Blitz einschlägt, kann es durch Wasser übertragen werden oder alleine durch die Wassermoleküle in der Luft. Kann natürlich dann auch dann, kannst du den Elektroschock dann irgendwann dann kriegen. Ne? Und, kommt das häufiger vor? Also ist das, werden öfters mal irgendwie Surfer irgendwie vom Blitz getroffen aus dem Wasser kriegen da, passiert. Ja. Okay. Und die meisten ja denken, boah, cool, ne? Die paar letzten Minuten nehme ich dann noch mit. Ich verlasse meistens immer genauso schön 3 Minuten vor das Wasser, weil viele, die halt nicht darauf dann achten oder wenn du das Gewittergrollen dann halt dann schon hörst, das Wasser verlassen.
Und dann wollen auf einmal alle dann irgendwie runter und dann ist halt ein Chaos. Und ja, da habe ich dann meistens schon zusammengepackt und helfe dann den anderen beim Kite-Landen. Aber da überrascht einen die See, auch gerade so an der Nordsee, Ostsee genauso. Wirst du halt dann mal schnell überrascht und das kann dann ganz, ganz schnell gehen. Oder wie das auf einmal eine Windhose kommt, was hier auch passiert. Ja gut, okay. Du hast eben vom Meteor Earth gesprochen und von diesen globalen Zusammenhängen tatsächlich. Also bei uns ist ja so, ich komme ja auch vom Land und da heißt es dann, wenn der Hahn kräht auf den Mist, dann ändert sich wie das Wetter und es bleibt, wie es ist. Ja, so. Das ist natürlich sehr lokal, diese wunderbare Voraussage. Was ist das hier für ein Geräusch gerade? Was denn? Er gibt Gas. Wie war das? Was? Musik? Ja, keine Ahnung. Ja, Entschuldigung. Und so Bauernweisheiten, irgendwie, es gibt ja tatsächlich welche, irgendwie, die halt auch auf gewissen Erfahrungen basieren, irgendwie, die wahrscheinlich auch tatsächlich zutreffen, aber meistens war das ja auch immer Pi mal Daumen. Heute mit solchen Wetter-Apps kann man tatsächlich sehen, irgendwie, dass wenn sich bestimmte Wetterphänomene bilden, irgendwie, dass das tatsächlich auf uns irgendwie hier Einfluss hat, wenn die meinetwegen über den Atlantik kommen. Und hat diese Möglichkeit, da drauf zu gucken, irgendwie auch so nicht auf die Welt ein bisschen verändert, wenn man so die Welt in der Hand hat und sieht, aha, von da kommt da jetzt was Großes, das ist zwar schon irgendwie 3000 Kilometer weit entfernt, aber es könnte gleich bei uns sein, nach dem Motto? Ja, insbesondere natürlich jetzt so, ich sag mal, die Naturkatastrophen haben ja die letzten Jahre wirklich dann zugenommen. Ne, und du merkst ja schon, oder sagen wir so, dass die Klimaveränderung ist ja deutlich zu merken. Und das merkst du halt dann genauso auch, insbesondere im Wind. Also Trump sagt, nein, gibt es nicht. Es gibt keine. Genau. Kein Klimawandel. Richtig, ja, er sagt auch so viel, ganz viele intelligente Sachen. Ja, ja. Und gut, die Frage ist natürlich, ne, wo kommt das dann irgendwie alles her? Aber man sieht schon ganz deutlich die Veränderung. Und das bringt mich schon zum Grübeln. Andere Sachen genauso auch wie jetzt zum Beispiel Thema Plastik. Ja. Ne, was für ein Müll im Meer rumschwimmt, es ist furchtbar. Oder hier auch in St. Peter genauso am Strand. Wenn ich irgendwie mal an den Strand gehe, ich nehme das mittlerweile dann auch wahr, wie die Fäden von den Fischernetzen, ne, wo sich dann schön an die Vögel drin verfangen und dann entsprechend ertrinken. Oder der ganze Müll dann überall dann rumschwimmt, das ist halt wirklich massiv. Und das finde ich schon erschreckend. Und kannst du hast du das beobachtet, dass es mehr geworden ist in den letzten Jahren? Also ist ganz, ganz klar, das hat sich wirklich entwickelt. Das ist jetzt nichts, was jetzt schon ewig so in dem Ausmaß war, sondern es wird jedes Jahr schlimmer. Ja. Okay. Und vor allen Dingen, jetzt zum Beispiel die Stürme nehmen ja auch dann durchaus dann zu. Auch im Mittelmeer habe ich dann irgendwann auch dann gesehen. Ich meine, was da alles an Müll reingeschüttet wird, das ist ja auch katastrophal. Dass natürlich diese ganzen starken Stürme, die schmeißen ja den ganzen Schrott ans Ufer. Ja. Ne? Und wenn du dann nach so einem großen Sturm am Strand einen Spaziergang machst, das ist erschreckend. Es ist wirklich nicht schön. Wenn ich in Brasilien bin, gut, die haben natürlich ein komplett anderes Bewusstsein da. Das auch ja, die haben gar keine oder Müllverbrennung, gibt's da nicht. Ja. Die werfen das komplette. Mittlerweile ist da zum Beispiel da in dem Fischerort, wo ich dann bin, ist dann ein zahnloser alter Opa, der mit seinem aus Holz zusammengezimmerten Wägelchen und dem Esel vorne dran den Müll einsammelt. Mhm. Der wird dann irgendwo auf einen großen Haufen geworfen. Der wird dann irgendwann mal angesteckt. Genau. Und dann wird das Plastik da verbrannt. Immerhin. Ne? Das habe ich zum Beispiel, ich war vor einer Woche in Chile, in der Atacama-Wüste und du fährst halt, wenn du landest in Calama, fährst du halt nochmal ganz lange irgendwie in die Wüste rein, um nach San Pedro de Atacama zu kommen, damit du in der Wüste bist, irgendwie auf dem Weg dorthin. Es verstaunst du und so, oh, toll, ne? Und dann war das auch noch gerade Sonnenuntergang, als wir kamen und es war so beeindruckend und plötzlich gucke ich so nach rechts und denke, was sind denn das für Formationen? Ja, das waren Müllformationen, weil die gehörten halt irgendwie zu der Stadt. Und das wird dann einfach halt quasi in die Landschaft gekippt. Es sah auch nicht so aus, als wäre das so eine organisierte Müllkippe, dass da irgendwie eine Grenze ist, sondern man hatte das Gefühl, das wird einfach alles dahin geworfen. Und ja, da muss noch viel gemacht werden. Also, da qualmte es auch raus tatsächlich, also auch die zünden das an. Und was ich halt auch total krass finde, und das habe ich halt vom Flieger gesehen, in, wo waren wir, Portugal, zu einer Veranstaltung, da bin ich schon mit einem neu vorgestellten Auto da in der Nähe rumgefahren und habe das Auto dann halt auch so hingestellt, dass ich im Hintergrund diese wunderschönen brennenden Felder habe.
Da wird ja jedes Jahr, werden die Felder ja abgefackelt. Und als wir dann später mit dem Flugzeug irgendwie aufgestiegen sind, hast du halt hunderte Spots gesehen, die brannten. Also diese Felder brannten irgendwie und formierten sich zu einer großen braunen Wolke irgendwie. Wo du dann so denkst, okay, wir reden hier davon irgendwie, dass in der Max-Brauer-Allee keine Diesel mehr fahren dürfen, die halt dafür nicht mehr geeignet sind, ja, aber irgendwie überall auf der Welt irgendwie wird dann halt einfach wahllos Müll oder ja. Felder abgefackelt irgendwie, was hier ja auch inzwischen verboten sein sollte. Und was da an CO2-Ausstoß sehenden Auges tatsächlich auch irgendwie produziert wird, ist schon auch ziemlich drastisch. Also ich habe das Gefühl, dass in Deutschland sich in den letzten Jahren tatsächlich das Bewusstsein zumindest bei den Bürgern auch dafür angespitzt hat, dass sich was ändern muss. Ja. Auch wenn nicht jeder tatsächlich auch der große Mülltrenner und Wegbringer ist. Ich finde es immer ganz schlimm, auch an Stränden gerade irgendwo zu denken so, warum nimmt man seinen Kram bitte nicht wieder weg? Also das sind nicht die Sachen, die angespült sind, sondern das sind die Sachen, die Idioten vom Vorabend da haben liegen lassen. Also das ist mir völlig unverständlich, sowas. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür geschärft ist, aber überall anders, irgendwie, wo ich jetzt auf der Welt im Moment unterwegs bin, habe ich so das Gefühl, dass das eher auf Verwunderung trifft, wenn du das Thema mal ansprichst. Wieso? Das ist doch ein großes Land, haben viel Platz am Himmel, das kann doch ruhig irgendwie so ein bisschen in die Luft gehen. Ja, also ich bin sehr gespannt, wo uns das letztendlich alles hinführen wird. Du hast einen Camper. Gehen wir nochmal auf die Straße zurück. Du hast einen Camper, der heißt Luke. Ja. Und den hast du gerade frisch gemacht, glaube ich. Ja, frisch foliert. Frisch foliert. Mhm. In was für einer Farbe? Oh, wie hieß denn noch die Herstellerfarbe? Das war ein Ocean Shimmer Seidenmatt oder so. Ah, okay. Ja, vorher, das war leider, der Wagen war tierisch schlecht lackiert. Ah, okay. Irgendwie Fiat hatte ja, ich glaube so ein paar Jahre, da haben die ganz schnell, also war die Nachfrage so groß und die haben halt wie Bolle die Autos oder diese Kästenwagen produziert. Oh, okay. Und haben die ganzen Grundierungen und so weiter nicht vernünftig aushärten lassen und da ist der Lack einfach abgeplattert. Fiat wiederum, ja, böses Fiat, sagt natürlich, nö, gar nicht Garantie oder blibablub, Anwenderfehler und was weiß ich, haben sich mit einem gesträubt. Ne, und der sah desaströs aus, wirklich ganz, ganz schlimm. Und also ich hänge wirklich, mein Herz hängt an dem Wagen. Ich habe mit dem so schöne, ne, dieses Freiheitsgefühl, mit dem Wagen loszufahren, sich reinzusetzen. Wenn ich schon auf dem Sitz sitze, losfahre, da schlägt mein Herz schneller und macht Purzelbäume. Und diesen Wagen so in dem Zustand zu sehen, wie immer weiter der Lack abplättert, ich konnte es nicht mehr ertragen. Aber blau ist meine absolute Lieblingsfarbe und auch der Farbton hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und habe mich auch mit Luke auseinandergesetzt, bin mit dem Farbfächer hingegangen, habe gesagt, Luke, Mäuschen, wie willst du denn auch ausschauen? Ne? Bin in Dialog mit ihm gegangen und bei der Farbe fand mir beide, sieht ganz, ganz toll aus. Er wurde jetzt frisch foliert und sieht halt, ne, richtig cool aus. Richtig schön wieder, coole frische Farbe, die denke ich aber auch jetzt nicht so ein sehr individueller Geschmack ist, sondern eigentlich jedem gefällt und alle, die jetzt langlaufen, so, boah, neuer Wagen oder coole Farbe, sieht ja toll aus. Ja, bin ich auch sehr happy mit. Und passt da denn deine Kite-Ausrüstung auch komplett rein? Oder ja, es ist auch die Frage, wie viel Ausstattung ich mitnehme. Es gibt ja viele verschiedene Kite-Disziplinen, aber es passt alles rein. Ich habe ja hinten ein großes Bett. Und nachdem ich Single bin, sind meine Lebenspartner meine Boards, die ich neben mir im Bett stapel, mit Liegestuhl dann dazu und keine Ahnung was. Unterm Bett stapel ich die ganzen Kites, wo wirklich ausreichend Stauraum ist, aber mein Wellenreiter passt halt unten nicht rein. Ich liebe den aber sowieso heiß und innig und er darf auch neben mir im Bett schlafen. Und so teilen wir uns dann das Bett. Mega, das ist der Hammer. Ja. Wie findest du so ein Pickup hier? Wäre das für dich praktikabel, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ein Bett brauchst? Ich denke schon. Ne? Gerade so ein Allrad war jetzt ja auch hier in St. Peter-Ording, wo ja jetzt in dem Sommer der Sand so pudrig geworden ist. Alle Autos bleiben drin stecken. Ich meine, sowas wie Allrad, also ist ja sensationell. Ja. Ne, du kommst überall durch oder gerade zum Beispiel auch für die Testveranstaltungen, die ich mache, wir sind viel auf Römmen, da ist dann halt auch so, entweder der Sand ist hart oder du hast dann irgendwo Pudersandstrecken, wo du echt dann drin versinkst. Und da ist Allrad natürlich gigantisch.
So ein Wagen wäre für mich für Brasilien mega. Mhm. Ne, hinten am Pickup, du kannst das ganze Material drauf knallen, entsprechend festschnurren. Sagen wir so, wenn ich meine Stammkunden unterrichte, die leihen sich dann so ein. Ich kann es mir halt da nicht leisten. Es kostet auch gerade in Brasilien sind Autos echt teuer. Und dafür ist das halt genau das Richtige. Du kannst am Strand damit langfahren. Und es ist halt wirklich perfekt. Und auch mit dem Allrad und so hier den ganzen Einstellungen, es ist wirklich super. Ne, und top. Ich finde den hier auch echt Schmuck. Hier gerade die Innenausstattung gefällt mir auch gut. Die Details, gut, jetzt vor lauter Fahren habe ich noch nicht so alles angucken können. Ich meine, bei mir ist es ja alles bodenständiger. Aber ist echt eine gute Ausstattung. Und ja, also wenn ich den so kriegen würde, würde ich den nehmen. Okay. Definitiv. Und es gibt aber relativ wenig Pickups in Deutschland. Das habe ich eben in St. Peter-Ording gesehen, dass auf dem Parkplatz tatsächlich mehrere Pickups standen. Da dachte ich so, okay, es gibt doch Menschen, die Pickups brauchen. Ja. Gut, weil, sind ja auch gerade von den Veranstaltern, die kriegen natürlich dann dafür dann auch einige in die Ausstattung, damit die dann mobil sind oder hinten Boxen drauf packen, am Strand langfahren können und so weiter. Und genau dafür ist es halt dann auch der mega. Richtige, genau, perfekte Dinger Einsatz. Stehen dann trocken, angestehen hoch, die kann man schnell abdecken, wenn sie hinten auf der Ladefläche sind, falls dann doch mal irgendwie Wetter kommt und so und man kann schnell damit wegfahren, wenn es dann noch schlimmer wird. Weil gerade Boxen irgendwie in den Sand zu stellen für eine halbe Stunde, das ist alles sehr aufwendig. Hier, guck mal, hörst du das? Manchmal das Wumms, Wumms? Warte mal, ich fahre nochmal runter. So. Nee, jetzt natürlich nicht Vorführeffekt. Vielleicht sind das auch nur ich habe keine Ahnung. Straßenmotor gewesen, meistens kommt vom Auto. Das kommt irgendwie vom Auto. Okay. Also wir sind jetzt Heck angetrieben und fahren nur mit zwei Rädern quasi. Du beschleunigst schön. Ja. Also ich habe auch gesagt, für so ein großes Auto ist es ja eigentlich eher ein Bus als ein PKW. Ja. Finde ich, dass der ganz ordentlich Gas gibt und dass der halt auch ganz ordentlich ist, irgendwie so im Anzug. Und eben auf der Landstraße, wir sind hier heute sehr viel Landstraße gefahren, musste ich auch das eine oder andere Mal meine LKW überholen und so, und das geht gut und knackig. Also nee, und da muss man zieht keine gut. Angst haben. Ja. Und ich finde, der ist auch wirklich sehr, liegt ganz komfortabel, ruhig auf der Straße. Also wirklich angenehmes Fahrgefühl. Und also ich bin ja auch ein erklärter SUV-Fan, einfach weil man höher sitzt. Ja, also ich hatte jetzt einen Sportwagen als Testwagen, der macht natürlich wahnsinnig Spaß, damit heizt man mal auf der Autobahn rauf und runter, aber man sitzt schon auf dem Boden damit. Ja. Also man ist halt sehr tief irgendwie und man hat eh den Tunnelblick, weil man halt irgendwie, wenn man dann über 200 fährt, so langsam anfängt irgendwie nur so irgendwie zu fokussieren. Und du bist halt sehr niedrig irgendwie gefühlt irgendwie über der Erde, und ich mag tatsächlich persönlich lieber oben rüber zu gucken. Ja. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, ich habe hier bei diesen Autos, bei den Pickups gibt es auch richtig geile Aufbau, wo du hinten die kleinen Mini-Wohnmobile dann draufpacken kannst, auch abstellen kannst und genau, so. Richtig. Sieht man jetzt auch mal ab und an häufiger, finde ich auch super cool. Super Ding. Das sieht ist eine super cool Geschichte irgendwie, weil die Zubehörhersteller gibt es ja aus allen Branchen. Mhm. Und die Jäger zum Beispiel haben wieder Zubehörausstatter, die halt für dieses Auto oder eben für andere Pickups spezielles Zubehör als Aufbauten haben, irgendwie was halt Jäger gut gebrauchen können. Mhm. Und andere Branchen haben wieder anderes. Für Landwirte gibt es halt was. Man kann sich hinten auch eine Winde draufpacken. Und dann halt schweres Gepäck irgendwie über eine Rampe dann hochziehen, die man halt auch anlegen kann oder auch irgendwie einfahrbar und ausfahrbar machen kann. Und das, finde ich, macht den Reiz von so einem Auto halt auch aus, dass du den halt, was Transportsachen angeht, nochmal individualisierbar machen kannst. Mhm. Und genau, dass man halt theoretisch auch noch einen Hardtop drauf machen kann, irgendwie, dass so groß ist, dass du im Prinzip drin schlafen kannst. Ja. Irgendwie, das ist schon ziemlich cool. Also gerade für solche Geschichten, wenn ihr hier unterwegs seid, irgendwie am Strand, und es wird dann abends mal später und die Veranstaltung ist vorbei und irgendwie man chillt den letzten Abend noch, dann ist das natürlich toll, wenn man nicht mehr so weit laufen muss nachher. Ja. Und da ist auch, du lernst dann irgendwann auch, also man ist, oder ich bin so erfüllt vom Kiten, genauso dann die anderen, und du brauchst irgendwie eine Schlafmöglichkeit. Hast du es wieder gehört? Das Pumpfum? Ja. Ich weiß es aber nicht, was das ist. Also, es ist keine Ahnung. War bisher nichts, was mich gestört hätte, sage ich mal so. Hm.
Gut, das kannst du dann mal dann rausschneiden. Genau. Die Kommentare. Aber ich werde jetzt mal vermehrt drauf achten, weil, keine Ahnung, also irgendwie motormäßig, motorseitig ist mir das, aber es war tatsächlich so zwei kurze, dumpfe Geräusche genau, hintereinander. Genau. Und jetzt, wo du es gesagt hast, irgendwie achte ich da jetzt auch mehr drauf und das gefällt mir auch, dass es immer dieses selbe Dumm-Dumm genau, ist. Genau. Okay, werde ich mal berücksichtigen und gucken, was das sein könnte. So, ich will mal gucken, ob ich hier mal irgendwo umdrehen kann. Genau. Nee, ja, ich denke, das ist ein komfortables Auto, mit dem man auch viele, viele Kilometer mal kloppen kann. Ne? Also, nee, ja, definitiv. Das ist ja wichtig, wenn man viel unterwegs ist, finde ich, dass es wichtiger ist, dass es komfortabel ist, als dass es schnell ist. Ja. Ne? Hat der auch ein Tempomat eigentlich? Ja, ja, das ist auch gut. Unten links, also es hat zwei Sachen irgendwie, wenn du jetzt, wenn du unten links den Hebel nach unten drückst, übernimmt er die Geschwindigkeit, die du gerade hast. Ja. Die merkt er sich dann auch, wenn du sagst, ich bin hier auf einer 80er Landstraße und wenn ich irgendwie hier frei fahren kann, will ich immer 80 fahren und wenn ich mal abgebremst habe, dann machst du den Hebel nur nach oben irgendwie und dann geht er wieder zurück auf 80. Er zieht also selber an. Ja. Er hat als Assistenzsystem, ach, jetzt weiß ich, was das für ein Geräusch ist. Was denn? Pass auf, zeige ich dir gleich, wenn die Autos vorbei sind. Er hat nämlich ein Assistenzsystem, das ist der Spurhalteassistent. Und wenn du gleich mal über diese weiße Linie gehst, mach das mal. Ach, dann sagt er, du bist über der weißen Linie. Merkst du? Ja. Warte. Ja? Weißt du Bescheid? Ich nehme jetzt alles zurück. Es jetzt ist ja ganz hervorragend. Es ist ja, wenn gleich das Abbiegen vergessen. Ich hatte euch weiß nicht, über weiße Linien. Ah. Klaff, klaff, klaff. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, was magst du denn machen? Und das Lustige war, dass das immer nur zweimal war eben, bevor ich dir das gesagt habe. Jetzt, wo du halt gezielt machst, irgendwie lässt du es ja drauf ankommen, dass es auch mal länger passiert. Siehste, es ist doch meistens immer Anwenderfehler. Wie lustig. Ja, ich wusste überhaupt nicht, was du meinst. Irgendwie, das ist so, hä, was ist denn mit dem Motor? Habe ich das Auto kaputt gemacht? So, vielleicht eben beim Pfützen fahren, irgendwas kaputt gemacht oder so. Weil es ist ja nicht mein Auto. Am Ende habe ich doch immer Angst, dass da irgendwas dran ist. Ist so. Und nein, jetzt, wo ich irgendwie anfange, von Assistenzsystemen zu erzählen, fällt mir wie Schuppen aus den Haaren. Natürlich macht dieses Geräusch irgendwie der Spurhalteassistent, der dir einfach irgendwie, gerade wenn du halt ein bisschen unaufmerksam bist, irgendwie mal irgendwann doch aufs Handy linst kurz, weil das gerade mal aufgeblitzt ist oder so. Ja, war ja gut. Dann verzieht man ja doch mal sehr schnell irgendwie auf die andere Seite und dann sagt er, ey, pass mal auf hier. Das ist hier eine Linie und das ist scheiße, wenn du jetzt hier irgendwie rüberfährst, weil da kommt dir vielleicht einer entgegen. Ja? So. Und die ist, kannst du auch drehen. Ja, genau. Ich wollte ja nur über die weiße Linie fahren, damit es gleich wieder ruckelt. Wenn du blinkst, dann macht der ruckelt der natürlich nicht, weil er dann weiß, du willst ja abbiegen. Ausmacht. Der ist ja ganz schlau. Ne? Ja, ich bin ja, was Autos angeht, ja meistens dann doch irgendwie oldschool. Naja, gut, es kostet halt auch ein Schweinegeld, ne? Also. Ich weiß das ja auch erst irgendwie, seit ich diese Autos fahre. Ja, ja. Und das hier ist halt ein, im Prinzip ein, ich glaube, es ist, man nennt es sogar passiver Spurhalteassistent. Also irgendwie, der macht dich darauf aufmerksam, dass du über die Spur fährst. Bei Audi zum Beispiel gibt es den Active Lane Assistant. Ich nehme an, dass Daimler den auch hat. Es gibt einfach verschiedene Ausstattungsvarianten und so. Ich muss dann tatsächlich nochmal recherchieren. Der lenkt dagegen. Wenn du nicht blinkst und du gehst dann irgendwie über die weißen Linien in der Mitte irgendwie, dann merkst du plötzlich, wie dein Lenkrad so ganz irgendwie so ein bisschen gegenlenkt und dann denkst du, was soll denn der Scheiß? Ah, Entschuldigung, ich wäre jetzt fast irgendwie auf der. Hat das jetzt nicht? Ich fahre mal drüber. Nee. Am Lenkrad macht der nichts. Der sagt, der vibriert nur und sagt, da ist was, was nicht sein sollte. Genau, also, Mäuschen, pass mal auf. Genau. dann hat er meines Erachtens noch eine, er hat irgendwie halt dieses Parkassistenzsystem, wo du halt irgendwie hier den Rundumblick hast, diese 360-Grad-Kamera, was übrigens irgendwie beim Trail irgendwie, also beim Offroaden auch sehr toll ist, wenn du halt über so eine Kuppe fährst, dann siehst du ja überhaupt nicht, wo du hinfährst, du siehst ja nur Himmel. Ja. Und mit dieser 360-Grad-Kamera, die guckt auch über die Kuppe noch rüber. Und dann weißt du, okay, wenn ich oben bin, fahre ich oben weiter, oder wenn ich oben bin, geht es gleich wieder runter. Das ist ja geil. Was ich natürlich auch super praktisch finde, weil hier ist auch noch so ein Knopf, du kannst also wirklich mit dem Trail fahren irgendwie. Cool. Ne?
startet es nicht. Tja, ich sitze ja am Steuer. Ich kann am Strand gleich mir mal die nächste Düne aussuchen, ob ja. du willst oder nicht. Wie sieht das aus? Naja, ich bin brav. Ja, und ich glaube, das war es soweit. Das ist eben. Mich fasziniert nämlich auch hier die, genau. die Fensteraufteilung hinten. Ja. Ja, du kannst natürlich unten links auch noch so ein Knöpfchen, irgendwie, wenn du das betätigst, geht das Mittelfenster mal auf. Ach, wo muss ich drücken? Links, das andere links, genau, unten ist ein Knopf, der steht da so ein bisschen einsam rum irgendwie und den musst du entweder ziehen oder drücken. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da? Warte mal. Da ist so ein Knöpfchen irgendwie, das so ein bisschen... Hier? Warte mal, ich drück mal. Nee. Oh. Da! Siehst du? Ach, wie geil! Schön! Da könntest du dann den anderen Sport vielleicht auch noch irgendwie, den du da auch noch ausübst, da kommen ja die Skier durch. Ja. Toll. Im Winter natürlich doof, aber immerhin passen sie dann drauf und fallen nicht runter. Ja, cool. Ja, aber wie zum Beispiel, dann kriegst du ein bisschen frische Luft dann rein, ohne dass du dann den... Genau. Ne? Also ich bin ja auch total zugempfindlich und... Oder wie wenn ich in Brasilien dann irgendwie noch Leute hinten drauf hätte, so... Genau. Was hast du gesagt? Genau. Schnauze. Cool, genau. Kein Bock mehr auf dich. Ich hab dich nicht gehört. Ach, cool. Ja, das hat er auch noch. Also, ich finde ihn echt, der macht echt Spaß. Ich finde, für einen Daimler geht es relativ gesittet los mit 37.000 Euro. Der ja hat 47. Also die Ausstattung hier nennt sich Black Power. Power Black Edition oder sowas irgendwie und die kostet 47 laut Datenblatt, also mit allem hier, mit der Klimaautomatik, mit den Assistenzsystemen und so. Also das finde ich aber also fair. Finde ich für... Oh, ich hätte rechts blinken sollen, jetzt ruckelt es gleich wieder hin, ne? Fünfte, ne? Genau. Ja. Und also war ich überrascht, als ich das erste Mal die X-Klasse gesehen habe, dachte ich, das ist was für Leute, die sich das richtig gut leisten können und Landwirte und so können das normalerweise nicht. Die holen sich dann halt ihren Japaner. Aber ich war dann überrascht, dass der dann doch bei einem relativ gesitteten Preis für Daimler zumindest irgendwie anfängt. Ne? Also Daimler ist ja nur ein Premium-Hersteller. Da habe ich mit mehr gerechnet, tatsächlich auch. Ja, wenn man sich jetzt auch mal anguckt hier, wie heißt denn die Klasse von Mercedes, die ja den an Bulli ja auch an will, an T. Die Transporter meinst du? Nee, oder ist das V oder irgendwas? Das haben wir nämlich auch ein paar. Es gibt den Marco Polo. Der Marco Polo. Genau. Ja. Genau, den bin ich auch schon gefahren. Ja. Und der hat ja auch alles außer Toilette letztendlich. Genau. Und mit diesem ausfahrbaren Westfalia-Dach irgendwie und kleine Küche mit Gaskocher, Kühlschrank hat er drin. Total schmuck, schick, praktisch und im Vergleich zum Bulli günstiger. Ist nicht dein Ernst, das wusste ich gar nicht. Okay. Du kannst, die neuen, die sind so schweineteuer, das ist unglaublich. Und da finde ich halt das Modell von Mercedes viel schicker, richtig stilvoll. Und da finde ich so dann Preis-Leistung, wenn man das miteinander vergleicht, haben die damit dann echt auch... Also der ist richtig edel von innen, finde ich. Und das ist ja alles so der Kochbereich oder der Nassbereich irgendwie, das ist alles einfach auch schick gemacht und das ist edel gemacht. Die Schubladen, die rausfahren, auch mit Hydraulik, ne? So dieses, dass es halt nicht knallt irgendwie. Du kannst das alles super schützen. Du hast notfalls wirklich Platz für vier schmale Menschen, weil du halt oben zwei schlafen lassen kannst irgendwie und notfalls auch. Irgendwie ist natürlich sehr kuschelig, du musst den neben dir schon sehr mögen. Ja. Aber notfalls geht das auch mal irgendwie. Oder halt auch gerade, wenn du Kinder dabei hast oder ist schnell umzubauen, das finde ich halt dann auch noch. Ja. Ne, weil wenn du da irgendwie noch einen Riesen-Act hast, dann nervt es halt auch. Dann hast du für unten irgendwie, das ist auch super verpackt alles. Ne? Also hinten haben die ja doch diesen Campingtisch drin und zwei Stühle, kannst du dazu kaufen. Und das ist alles so verpackt, dass du einfach nur wie so einen Koffer rausholst irgendwie und dann kannst du dich da halt draußen irgendwie nochmal breit machen. Obendrauf irgendwie hast du Platz für dein Gepäck und du hast halt irgendwie gut verstaut diese Matratze, die du nochmal auf den Sitzen, die die halt irgendwie da haben, drauflegen kannst, weil das natürlich, weil Sitze sind, ein bisschen uneben ist, dann kannst du diese Sitze aufpumpen. Ja, also da ist Luft und dann werden die so aufgepumpt, dass sie sich so alle so ein bisschen einebnen und dann machst du die Matratze da drüber und dann hast du ein richtig schönes, glattes Bett. Also die haben sich ja auch echt Gedanken gemacht und Dusche hat es ja auch, muss halt eine Außendusche irgendwie, aber
das ist schon fertig, das Ding. Ja, also irgendwie dann natürlich, da gibt es dann noch ein paar Cracks. Ich habe ein bisschen gegoogelt, die natürlich dann trotzdem noch irgendeine Toilette da eingebaut haben. Ja. Muss ich jetzt persönlich nicht haben. Wenn ich mit dem Camper unterwegs bin und wirklich mal wild unterwegs bin, dann gehe ich halt auch in den Wald. Und ansonsten steuere ich halt eine Gaststätte oder ein Schwimmbad oder sonst irgendwas an. Irgendwie, ne? Also wenn es dann halt mal ein bisschen mehr als die Katzenwäsche sein soll. Aber dafür ist man halt auch einfach draußen unterwegs. Ich kann schon verstehen, dass es da Tüftler gibt, die sagen, nein, ich möchte halt auch unterwegs irgendwie alles dabei haben, um dann notfalls doch mal und so. Ja. Aber ich finde, es passt, es ist so, das Auto ist so klein und kompakt letztendlich so, ne? Das ist ja irgendwie ein wirklich cooler Bus, den du also PKW-mäßig fahren kannst, der halt auch noch auf normale Parkplätze passt, irgendwie, wo du nicht irgendwelche extra Buchten für brauchst, weil der viel zu lang ist oder sowas irgendwie. Und dann kann man auf solche Sachen auch mal verzichten und dann halt mal gucken, dass man halt Alternativen findet. Ja. Und ja, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir waren damit irgendwie über den Großglockner, also Großglockner Hochalpenstraße und nach Kroatien, über Slowenien. Und das war super. Also es hat schon richtig Spaß gemacht irgendwie. Und könnte ich mir schon auch vorstellen. Ja. Aber Camper grundsätzlich sind eh halt teuer, ne? Irgendwie muss man immer mal gucken, irgendwie Vergleich. Das geht. Also geht an eigentlich dann auch. Und vor allem die Wohnmobile, also ne, du kannst so ein Ding für 40.000 kriegen. Okay. Ich habe meinen Gebrauch gekauft. Was habe ich dafür gezahlt? 30.000. Ja. Ich habe dann auch noch ein paar Sachen nachgerüstet und so, aber das geht dann eigentlich dann auch. Die Frage ist dann halt dann, ne, was willst du jetzt zum Beispiel, ein Freund von mir, der eben den Marco Polo hat, der muss halt irgendwie aus Süddeutschland immer anreisen, so damit er natürlich dann schneller ist. Da ist ja die Frage, willst du dann irgendwie mit 130 und einem größeren Teil dann durch die Gegend zuckeln oder 110 oder 120? Ja, oder gibst du halt mit 180 Vollgas und bist dann schnell da und verzichtest dann lieber halt auf eine kleine Toilette? Ja. Jetzt für mich, wohne im Norden, da bin ich natürlich mit so einem Ding, ich habe es mir mittlerweile auch angewöhnt, dann mit 120 durch die Gegend zu zuckeln. Na klar, ist ja auch weil es für mich dann irgendwie auch, genau, und ich habe halt ja nicht alles, an, oder? Genau, und ich habe alles irgendwie in meinem Wagen drin, mega praktisch, oder ich will auch den Luxus. Wenn ich vom Kalten vom Wasser komme, stelle ich dann eben noch einen Boiler an und habe meine warme Dusche gleich entsprechend dabei. Und das ist auch gerade so im Herbst, das ist halt einfach ein Traum. Super. Die Dusche ist drin in deinem Camper? Ja. Also ist keine, wo du dann draußen stehst drin. Irgendwie und das ist ja cool. So ein klitzekleines Bad und da ist dann eine Toilette, Waschbecken und den Boden nimmst du dann raus, darunter ist dann die Duschwanne, ziehst einen kleinen Vorhang entsprechend einmal dann rum und hast dann deine Dusche. Geil. Ich meine, das ist natürlich auch gerade bei solchen Events, wo man mehrere Tage ist, ist Privatsphäre natürlich auch noch ein Thema. Ne? Also dass man einfach die Möglichkeit hat, ich ziehe mich mal zurück. Gerade auch so am Strand läufst du dann sehr lange, wenn du irgendwo ein Hotel hast oder so. Ja, oder dann jetzt dann auch so manche, die halt dann mit dem Bulli dann irgendwann da sind. Das ist, also mag es ja komisch anhören, aber du suchst den Duschdates. Ach so. Okay. Stehst dann manchmal auch so, wenn du denkst, boah, jetzt mal irgendwann duschen. Ja, und dann andere, die dann irgendwo so, keine, oder gerade Kerle dann, ne, stehst dann da so, ja, und du so, na, willst du mit zu mir kommen? Oh ja, zum Duschen. Und dann irgendwie, oder einer geht dann breit grinsend so mit Handtuch so, oh geil, hast den Duschstand organisiert. Ja, also das sind dann schon halt dann die Karlauer. Dann ist Duschen schon wirklich Luxus. Super. Oder hier in St. Peter kannst du dich dann um die eiskalten Duschen am Strand stellen, aber das willst du dann nach so einem Arbeitstag halt dann auch. So, wir fahren jetzt zurück und ich würde sagen, wir fahren gleich mal noch so ein bisschen irgendwie über Strand und durchs Wasser. Und, Only you can take your freedom.